Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir diesen Pinkener Crest oder wie auch immer das Ding heißt, Pin Crest fast gesäubert, wo ein paar Fallensteller waren. Die haben wir erledigt. Hier ist eine Kiste, geil. Oh, geil, verschlossen. Und ja, wir haben Fallensteller erledigt. Warum auch immer, weil das irgendwie hier sind die Raider von Far Harbor, nehme ich an. Schön. Oder einfach so, weil wir ja weiß nicht. Weil wir halt nichts Besseres zu tun haben, dann bringen wir einfach Leute um. So funktioniert das hier im Ödland. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Schon mal auf die Karte geguckt und da stand abgeschlossen. Und trotzdem habe ich den falschen Namen für diese Höhle hier benutzt. Wupp! Okay. Hast du mich wagen, mich so zu erschrecken? Nimm das Geschützturm! Oh, ausgezeichnet. Er war voll Overkill. Und ich liebe es. So, warte mal hier. Was? Da waren wir doch vorhin in der letzten Folge, also vorhin, ja. Für mich ist es vorhin. Jetzt bin ich ja wieder hier. Was? Warum bin ich hier runtergesprungen? Ja gut, ich habe mir irgendwie schon gedacht, einige Höhlen so miteinander verbunden sind, aber da kommt so was. Der abstammende Anführer von Faber trägt seit hier den Titel Captain. Okay. Anstatt irgendwie Bürgermeister oder was weiß ich. So, jetzt sind wir wieder hier. Oder? Nee, was? Doch, hier war ich schon. Ich weiß es nicht. Hey, hier sind Fallen, die tue ich. Sowas von entschärfen. Die sind schon entschärft. Zum. Kann euch mal ihre Fallen richtig aufstellen. Das ist ein Sumpf, gehen wir da hin. War ich da schon? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach irgendwie random hier. Irgendwo durch die Gegend, weil mehr will ich heute nicht aufnehmen. Und gehen wir einfach zu irgendwelchen Orten hier und erkunden die jetzt, um heute abzuschließen. So, Sumpf. Wupp. Okay, kann man damit Fallen bauen? Was? Das hat mich jetzt so erschreckt. Oh mein Gott, der hält da so viel aus. Der gehört dir, Longfellow. Aua! Und ich habe meinen Fatman nicht dabei. Ich möchte es nur mal erwähnen. Du hast irgendwann auf mich geschossen. Wer guckt sich da denn an? Nein. 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 Ich sollte vielleicht nicht auf solche Dinger noch losgehen. Triff's nicht. Wo ist er? Okay. Okay. Dann nicht. Was ist hier? Wer auch immer da ist, er ist groß. Das heißt, ich muss ihn töten. Noch ein Fallensteller Trupp oder wie?
Was spricht zu mir? Was zum? Warum brennt der? Strike, Strike. Au! Das ist so geil. Hast du gerade eine Bowlingkugel auf mich geschossen? Wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Au! Hör auf damit! Und noch mal. Er passt überhaupt nicht durch das Loch da, habe ich das Gefühl. Warum finde ich das so witzig? Hey, Finger weg von denen, das sind meine. Schon. Oh, kritischer Treffer. Ich finde einfach den Aufprall so geil. Oh. Sagen wir da wohl, aber das ist irgendwie die beste Waffe im Spiel bis jetzt. Oh, hi! Wir sind zu weit weg. Mal gucken den Matsch zu. Setz alles auf den Anglerfisch. Sehr gut. Hier geblieben, verdammt. Du bist da hinter Deckung suchen, bist du eigentlich irre? Nein, wo ist die Kugel, verdammt. Ja, aber sein, aber die Waffe ist an sich auch nützlich. Man hat den, die Beine verkrüppelt. Eine ähnliche Waffe gab es auch im, ach man, in Fallout 3. Oh, geil. Und zwar, glaube ich, die blöde Bogenkugel jetzt. Wenn ich alles so vernebelt wäre, ne? Vor 3 gab es auch so eine Armbrust, die Dartpfeile abschießen konnte. Diese Armbrust. Warte mal. Diese Armbrust, ja, konnte man sich bauen, glaube ich. Die hat zu 100% immer. Was? Okay. Jetzt 100% immer beide Beine verkrüppelt. Und das war richtig gut. Muss es einfach, egal welcher Gegner kommt, egal ob der irgendwie super mächtig oder so ist, einfach den einmal anschießen und der konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Er war vor allem nützlich gegen solche super starken, weil nicht Red Skorpion oder so, die einfach folgen konnten, oder Jaugweiß oder was weiß ich. Als was den, oder Todeskrallen, als was dem Nahkampf vorhin losgegangen ist.
einmal anschießen. Konnten eigentlich nicht mehr richtig verfolgen, weil sie zu langsam waren. Und ja, dann konnte man ihn in Ruhe abschießen. War sehr gut. War es hier überhaupt schon einmal Tag? Irgendwie war es bis jetzt hier immer Nacht, oder? Es war bis jetzt immer so dunkel. Ist irgendwie im Bett. Ich will das mal kurz testen. Ich kann es ja hier nicht hell werden. Aber hier ist es ja immer Nacht hier. Was rechnet jetzt, wenn ich ein Bett brauche, ist natürlich keins da. Hier ist eins, da ist ein Safe. Ein Einsteiger-Safe. Please. Cool. Ja. Ich bin dann an meinem Bowlingkugel mal endlich wieder. Er ist immer voll dunkel hier. Gib mir. So mag ich es aber aus dem Weg. Fetter Typ, du. Ah, meine Bohnenkugel ist weg, Mann. Bestimmt ja voll runtergerollt, ne? Jetzt über die gesamte Karte jetzt hingerollt. Dann haben wir da noch da mal irgendwas. So, gehen wir mal da rein und werden wahrscheinlich nicht den Ort abschließen können, weil ich nur 10 Minuten habe. Noch weniger. 8. Was soll's? Muss ja nicht irgendwo bestimmt einen bestimmten Ort enden oder so. Irgendwie rush ich hier voll durch, aber ich erkenne sowieso nichts hier. Hier ist überall Nebel, ich kann nichts sehen. Oh mein Gott. The fuck is this? Ah, what? Aber Grand Hotel. Was? Noch so ein Ding? Cliff's Edge Hotel. Okay. Ist ja auch ein Vault. Sind ja auch Ghule. Sind bestimmt auch Ghule, ne? Oh nein, hier sind Leute, die reden können. Oh nein, das sind die Schlimmsten. Okay. Aber ich will ja nicht hin. Gehen wir da rein. Dann ist sicher. Da sind bestimmt keine Supermutanten drin. Harbor Grand Hotel. Oder Motel. Okay. Komm her. Mein Schnabelzchen. Ja. Was war das? Oh Gott. Hab ich dich. Schieß ihn kaputt. Schieß ihn kaputt. Ah. Was auf eine Planke. Kann ich nicht einfach so dagegen schlagen? Ich schlage mit ihren Planken und ich schlage da so mit meinem Schwert so durch. So typisch Anime irgendwie. Da. Aua. Aua. Was? Wo ist denn da hingeflogen? Der Typ ist voll weggeflogen. Oh mein Gott. Oh Gott. Alter, verpiss dich. Au.
Mal irgendwo in Sicherheit sein, danke. Alter. Hier auf den los, Mann. Sehr gut. Alter, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Was im Weg, Longfellow? Der wird, glaube ich, nichts. So. Oh, den kaputt. Los. Voll in die Klötze geschossen. Oh mein Gott. Alter, dieser Typ, ne? Was ist das? Los, stirb. Ja, gut, stirb. Oh mein Gott. Nein. Ja, tun wir noch langsamer. Rolling cool for the win. Okay. War schon wieder übel. Ich habe einen Vorschlagshammer, glaube ich, mitgenommen. Weg damit. Oder? Doch nicht. Okay. Okay. Fuck, ist Geld. Genau das brauche ich. Ja, noch einer. Aber muss ich mir noch mal angucken, wie der eine weggeflogen ist. Ich habe den so geschlagen und der ist dann bis da hinten hin weggeflogen. Was? Echt schlecht, das Service hier. Noch mehr Fortgeld, sehr gut. Immer mehr davon, da biegt nichts. Da brauche ich für meinen neuen Helm, meinen zukünftigen. Wenn er nicht so badass aussieht wie meiner jetzt. So, wo bist denn du? Dich kriege ich auch noch kaputt. Deine Freunde auch. Jetzt soll ich dich bam, verstehst du? Geschafft. Ah, oder seid ihr noch weitläufig? Ah, halt mal die Klappe halten. Wo bist denn du? Oh Mann. Hier so umgefallen so. Uiuiui. Ui. So ein Marienkäfer, der nicht mal. Oder so eine Schildkröte, die nicht mal aufstehen kann. Oh nein, ich schon wieder. Also, guck, wie spät es ist. Er ist voll broken irgendwie. Alter. Mir will es noch nicht mal so was, so viel ausmachen, wenn der Wesens. Weiß ich nicht. Aushalten, nichts aushalten würde, aber nein, der hält 10.000 Schläge davon aus.
Jetzt haben wir ein Ghoul-Hotel, jetzt haben wir ein Supermutanten-Hotel. Ja. Wenn der jetzt mal endlich hier kaputt geht, dann können wir auch den Part beenden. Yay, oh mein Gott. Dann kann ich ja jetzt endlich den Party beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.